Hallo ihr Lieben, ich habe heute zwei Pakete bekommen und eins habe ich bekommen von Campus-Tüten und zwar hatte ich bei der lieben Lisa Schnapper, ihrer Seite verlinke ich euch mal unten, beziehungsweise das Video dazu. In der Infobox hatte sie gezeigt, dass man irgendwie Campus-Tüten bestellen kann. Sie hat drei Stück vorgestellt und dann wollte ich für 9,95, also man bezahlt so gesehen im Endeffekt nur die Versandkosten. Und dann habe ich gedacht, das mache ich auch. Ich habe gesehen, aber dass es leider nur noch zwei Tüten gab für 8,95. Das dachte ich aber, es lohnt sich trotzdem alle Male und deswegen wollte ich euch mal zeigen, wie denn so eine Campus-Tüte aussieht. Also so kam der Karton hier an, so ein kleiner stabiler Karton. Und dann sind hier zwei Tüten drin. So, und jetzt zeige ich euch mal, was in meine Tüten drin war. Ich hatte dann eingeben müssen, wo ich denn studiere oder was hier in der Nähe ist. Und dann hatte ich jetzt Köln eingegeben. Ich glaube, ich hätte auch noch Bonn nehmen können, aber ich dachte, ich nehme mal Köln. Und dann war in der einen Box drin einmal ein Fuse-Tee, Limette, Minzegeschmack. Dann war drin ein Fresh and Free Deo von Fa. Dann war, das habe ich bei ihr auch gesehen, eine Flasche Bier drin. Denke ich, kann man sich schön mit Fanta oder Sprite mischen. Ist noch der Zettel von dem Fuse-Tee. Dann ein paar Flyer. Dann ist hier einmal Ovomaltine Martine drin. Das alleine kostet wohl 4 Euro. Hatte ich jetzt auch mal nachgeschaut. Dann war von Milram kalter Kaffee mit Hafer drin. Fand ich sehr witzig. Ein Kugelschreiber. Einmal diese Papers. Dann leider ganz unten gequetscht eine Chipstüte. Und ich muss euch sagen, ich glaube, da ist echt nichts mehr drin. Ist nicht meins, weil das schmeckt nach Wasabi. Ist sehr scharf. Dann war hier ein Zettel drin, da sind noch Gummibärchen drin mit diesen Blutspenden. Dann einmal, also mit den Chips, die hätten sie echt mal nach oben packen müssen. Einmal hier so ein Smackbar Cocoa Vegans Müsli-Riegel. Ein Red Bull. Dann einmal diese Reese's Peanut Butter Cups. Da sind hier zwei Stück drin. Dann noch mehr Flyer. Das muss ich mir nachher alles mal in Ruhe angucken. Da sind wohl Coupons bei und ein paar. Ja, müssen wir mal gucken. Dann ist hier bei, ich muss mal gucken, irgendwie Melitta. Rabattcode, Rabattcode. Rabattcode, 2 Tees. Dann gibt es hier, das ist wohl Eiersatz, so veganes Ei. Dann haben wir hier noch, ja, finde ich sehr witzig, Fitnesskurs, Fitnesspolizei, ein Verhüterli und ein Corny Energy. Ich muss niesen. Entschuldigt. Nochmal. Jetzt hat er mal was in der Nase gekitzelt. Mei. Mit Guarana. Und noch ein paar mehr Flyer. Ja, das muss ich mir alles mal angucken. Dann ist auch diese Tüte so gesehen schon leer. In der anderen Tüte war noch ein Overmartine. Habe ich aber schon der Nachbarin heute netterweise. Entschuldigt, habe ich der Nachbarin netterweise schon mit drüber genommen. Die hat sich sehr darüber gefreut, weil ich teile ja auch ganz gern. Da war dann wieder einmal Gummibärchen drin. Da war dann coolerweise ein Männerspray drin. Also das fand ich sehr, sehr gut. Dann war da ein kalter Kaffee. Dann nochmal ein leckeres Bier. Bin ich mal gespannt. Dann nochmal ganz viele Flyer. Dann wieder
diesen Peanut Butter, diesen. Ach nein, das sind zwei verschiedene, sehe ich auch gerade. Das eine ist Peanut und das andere ist Cocoa. Ach cool. Okay, da kann man die verschiedenen Varianten ausprobieren. Dann nochmal zwei Sorten Tee. Ein Kugelschreiber, die Seite verlinke ich euch mal unten. Also man kann da auch bestellen, auch wenn man da jetzt nicht studiert, Student ist, sondern es wird einem nach Hause geliefert. Hat jetzt, ich müsste jetzt schwindeln, eine Woche aber gedauert. Also ganz so schnell ging es nicht, ist aber nicht so schlimm. Nochmal dieser Eiersatz. Dann nochmal ein Red Bull. Dann einmal Fuse Tee Mango Kamille, also auch eine andere Geschmacksrichtung. Dann nochmal ein Müsli-Riegel. Nochmal die Fitnesspolizei. Hier fand ich witzig, hier war ein kleiner Feigling drin. Ja, also was auf so einem Campus alles nicht gibt, ne? Und dann nochmal ganz viele Prospekte, Flyer und andere schöne Sachen. Ach, ich habe noch was gefunden. Ist daneben gefallen. Ach, cool. Ein Pflegebalsam. Also wenn er das googelt, ich glaube, der alleine kostet auch schon 3 Euro. Ja, sehr cool. Also ein Lippenbalsam mit dem Geschmack Erdbeere. Wenn das gut passt, könnte das bei meinen Kleinen sogar noch mit in den Adventskalender. Also eine sehr schön gemischte Tüte, beziehungsweise zwei schön gemischte Tüten. Mein Karton ist leer. Für so gesehen 8,95 und ich bin alleine nur hingegangen, weil ich den probieren wollte. Sie hatte, ich glaube, wie gesagt, ihr könnt das unten im Video mal nachgucken. Sie hatte den Red Bull mit drin, sie hatte auch das Bier drin, sie hatte zwei andere Sorten von den Tees drin. Sie hatte die drinne, die sie leider nicht isst. Finde ich sehr schade, weil ich finde die sehr lecker. Ja, aber müsst ihr mal auf ihren Kanal gucken. Und ich fand das jetzt mal cool und musste das unbedingt nachmachen und wollte euch mal zeigen, was ich drin habe. Aber ich habe halt ein paar andere Sachen drin, wo ich denke, wie das hier, echt, echt cool. Oder mit den Kugelschreibern. Also Kugelschreiber kann man ja immer gebrauchen. Und hier will ich mal nachgucken, was das alles Tolles ist. Zwei für eins. Gutschein. Seht ihr? Also gibt es schon einiges, hier auch Gutscheine, was hier Tolles mit drin ist. Also, ihr Lieben, sowas muss auch mal sein. Ist auch ein Schnäppchen. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.